Trainer Teddy, Ted Lebran bei uns zu Gast. Das war für Tessa und wer war, wie hieß der andere nochmal? Marvin. Marvin. Ja. Soll ich es euch gegönnt? Ja. Warst du mal Animateur? Ich war mal Animateur. Ja, echt? Ja. Wirklich? Ja. Ich wollte eigentlich gerade so einen Begrüßungstanz machen. Ich war in Afrika, ich komme ja aus Afrika. Ja. Irgendwo aus irgendeinem Land in Afrika. Und da habe ich immer im Hotel die ganzen Löwen und so. Da leben ja Löwen im Hotel bei uns. Ach. Ja. Nein. Ja, ich schwör's dir. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Glaub mir nicht. Nee, ich war ganz normal Animateur in der Türkei. Nee, ist so. Wirklich? Ich war Animateur in der Türkei. Im Club oder was? Im Club, ja. Was für ein Club? Im Club, ich kann ja Werbung machen, oder? Hier, nee, ist nicht gut, wenn wir hier Werbung machen. Zu welcher Musik wurde der Clubtanz gemacht bei euch? Der wurde, das war eigens komponiert. Ja? Normalerweise ist immer Aga, du, du, du. Nee, das haben wir nicht gemacht. Ich hab da so afrikanische Rhythmen. Ja, okay. Ja. Glaubst du mir nicht, gell? Nee. Das stimmt wirklich. Bravo. So war's. So war's, okay. Vierte Stunde. Du singst ja auch viel in der Show. Ja, ich sing immer mal wieder zwischendrin. Du warst ja mal ein Musical-Darsteller, richtig? Genau. Das hast du mich noch gar nie gefragt. Hab ich noch nie gefragt? Noch nie. Nee. Ich war jetzt schon viermal da und du hast mich dreimal schon gefragt, ob ich beim Musical war. Echt? Frag aber nochmal. Ja, bei welchem Musical warst du denn? Hairspray. Kannst du dich erinnern, dass ich da drauf schon mal geantwortet habe? Nee, hab die Frage. Nee, kann mich nicht dran erinnern. Hairspray war ich, ja, mit Uwe Ochsenknecht und Maite Kelly. Ja, damals. Uwe Ochsenknecht war hier mit Maite Kelly. Genau, ich nicht, weil ich war nur eine kleine Rolle im Hintergrund. Ach so, keine Hauptrolle? Doch, ich hatte eine Hauptrolle. Die sagen, glaube ich, zu allen Rollen Hauptrollen, damit es keinen Stress gibt. Ja. Ich hatte eine größere Nebenrolle. Okay. Ja. Und dann war ich da ein Jahr lang. Das war alles Musical oder hast du noch mehr Musical? Nee, ich habe davor nie. Ich habe ja auch klassisch Schauspiel gelernt. Und dann war ich beim Musical, bin da reingerutscht irgendwie. Und dann zack, ging's los. Was kriegt man so als Musical-Darsteller, wenn man so hinten so macht? 250 ist ein Witz, ey. Ich habe so fett Kohle verdient das ganze Jahr über. Ich habe richtig Patte gemacht. Ja. Richtig Patte. Ein Jahr durch Patte. Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Bitches. Cocaine. Bitches again. Ihr habt so viel. Ja. That's show business. Ja, er weiß ja, wie es ist. Das war eine geile Zeit. Und danach ging es halt bergab. Ja. Eine Zeit lang. Ja, und jetzt geht's wieder steil bergauf. Jetzt geht's steil bergauf, ich sag's dir. Deine Homepage heißt Teddy-Show, oder? Ja, ich habe extra Teddy-Show, nicht Tetris Tecklebrand. Welches Mädel hat vorhin meinen Namen? Das ist, wenn man den noch nie vorher gelesen hat, den Namen. Ja. Sag mal, wie spricht man es richtig aus? Einfach so, wie ich sage? Tetros. Okay, bleiben wir bei Teddy, okay? Teddy? Teddy Tecklebrand. So einfach. Ganz einfach. Teddy Tecklebrand. Und ich glaube, du hast vorhin gesagt, Teddy, fang jetzt den Samen. Rhythmisch war es gleich, aber es war was ganz anderes. Aber ich habe verstanden, was sie meinte. Danke. Nee, ich habe ganz viele Gesichter gesehen. So, hä, was? Was für ein Löwenzahn? Was, wer? Ja. Wie wär's mit dem Künstlernamen? Mit dem Künstlernamen? Teddy T. Nee, warum? Teddy T ist doch geil. Das wird voll scheiße. Teddy T ist doch super. Aber mir wurde ganz am Anfang, als ich bin irgendwann mal auf, als es so losging, nee, bevor es losging, bin ich auf die Bühne hier in Solingen irgendwo, war so Open Mic. Und dann hat der Veranstalter zu mir gesagt, ey, denk mal über deinen Namen nach. Das wird schwer. Hat er zu mir gesagt. Ja. Und? Schlägerei angefangen. Ja. Platt gemacht, der ist jetzt immer, der war lange im Koma. Ja. Sowas lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber das hätte ich dir auch geraten. Ich hätte dir so einen Namen, aber Felix Sturm hätte ich gut gefunden. Wie? Felix Sturm. Felix Sturm. Wäre geil. Aber es passt nicht. Ja. Weißt du, wenn man Tecklebrand hört, dann erwartet man irgendwas Schwarzes. Wenn du aber Felix Sturm oder wenn du, keine Ahnung, Günther irgendwas, wobei Günther Wallraff würde gehen wieder. Der malt sich auch so manchmal schwarz an. Der ist so, der hat das, um Sachen aufzudecken, hat er das gemacht. Der war richtig geil. Ich hab's auch, ich so, hä, wer ist das? Das ist mein Onkel oder was? Ich hab's
Direkt, ich hab's ihm abgenommen. Du nicht? Ich fand die Verkleidung so schlecht, dass ich mich gefragt habe. Na klar, der hat darauf reingefallen. Der hat nur bis hier geschminkt. Ja. Hier schwarz, hier am Hals, hier weiß. Einmal. Ja. Aber geil, ja, Mann, der wollte uns Afrikaner helfen. Ja, ja. Sollten sich vielleicht noch mal anschauen bei YouTube oder ja, wo auch immer. Walter Wallraff. Nein. Er heißt doch Günther Wallraff. Walter Wallraff. Hey, denk mal ein bisschen über deinen Namen nach. Hast du mal über einen Künstlernamen nachgedacht, wenn du einen nimmst, was für einen du nimmst? The guy who just did it. The guy who just did it. Okay, wir schauen uns mal deine Termine an hier. Du bist unterwegs, wenn sie immer live sehen wollen. Warum sagst du nichts zum Namen? Wie findest du den? Das ist einfach ignoriert. The guy who just did it. Was mit? Da kommt er jetzt. Ah, ja, okay. The guy who just did it is me. Live on stage. On stage. On the 7th of May. May. In Ludwigshafen. Ludwigshafen. On the 8th of May in May. Trier. Trier. Yeah, Trier. Yeah. And the rest you can find on the teddy-show.de. Kommt auch nach Österreich. Austria. Yeah. Australia. Switzerland. Yeah. The man who just did it. The man who just did it. Yeah. Bitches, cocaine. Bitches again. Telling you, man. Vielen Dank. Das war was. Teddy Techlebrand.